Heute gibt es mal wieder eine neue Folge VW-Bus um Bau, T4 Reisemobil haben wir uns ja, glaube ich, genannt. Heute werden wir relativ viel wieder zusammenbauen. Die Lampen werden wieder dran kommen. Was kommt noch dran? Die Lampen kommen nicht dran. Die Lampen kommen nicht dran. Weil die Stoßstangen erst dran müssen, weil heute machen wir die Bremse und die Felder lackieren. Ah, da war ja was. Ja, das machen wir heute. Und da fahren wir jetzt eventuell noch ein paar Löcher bohren, wo man noch Hohlraumversiegelung drin kippen und dann noch Gummistopper drin trinken. Das hört sich doch super an. Das ist mein VW-Bus und da ist ja schon ein bisschen was passiert seit der letzten Folge, was ich nicht gefilmt habe. Als erstes seht ihr mal hier diese Stellen, wo wir geschweißt haben. Dort haben wir es überall unter Bodenschutz rangebracht, frischen Unterbodenschutz. Und das sieht ja schon wieder relativ gut aus. Wir werden jetzt die Bremsen komplett neu machen. Das ist die Arbeit, die wir heute machen werden. Aber noch eine große Sache hat sich verändert an dem Auto. Und zwar haben wir hier an den Radläufen auch sehr viel geschweißt. Dort sieht man nicht mehr, dass es geschweißt worden ist, denn der wurde nachlackiert. Hier diese komplette untere Seite wurde frisch lackiert und ich habe einen frischen Tankdeckel drauf. Auf dieser Seite wurde auch einiges nachlackiert. Ja, es gibt noch ein paar Stellen, dort ist der Wagen ein bisschen kaputt. Das sind aber kleinere Stellen, die werden wir nachlackieren. So, wir sind jetzt auch endlich für heute fertig. Ich habe mal jetzt den Innenraum noch so ein bisschen angeschaut und habe mal so ein paar Gedanken gemacht, ob ich die Verblendungen an der Seite aus Holz machen werde. Denn die Karavellenausstattung will ich nicht mehr reinmachen. Die Bremsen, also die Bremsscheiben und Backen sind jetzt komplett neu. Was haben wir noch heute gemacht, Vater? Felder lackiert. Felder haben wir lackiert. Das haben wir heute gemacht. Warte, so sehen sie auch aus. Alles in allem haben wir heute ja relativ viel gemacht bekommen. Und morgen bzw. übermorgen werden wir dann die Lampen einbauen, damit wir das Ding bald tüten können. Ansonsten soll es das dann für heute gewesen sein. Wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Abend und sagen mal bis zum nächsten Mal. Ciao. Ein neues Video. Ihr seht, der VW-Bus steht jetzt zum Glück nicht mehr in der Werkstatt. TÜV hat er jetzt. Jetzt steht er bei uns hier in der Einfahrt. Und das bedeutet für mich, dass ich jetzt mit dem Innenausbau anfangen kann. Ich werde euch mal so kurz schildern, was ich jetzt so vorhabe, die nächsten paar Wochen, die nächsten paar Tage und Wochen hier zu tun. Auf jeden Fall muss noch das ganze restliche Zeug hier raus. Der Himmel kommt noch raus, denn der holt mir ein bisschen zu viel Platz weg. Das ist ja eine Karavelle, das bedeutet, der hat hier eine Zusatzlüftung. Diese Zusatzlüftung wird hier von dem Zusatzgebläse angesteuert. Ich wurde schon gefragt, also mir wurde schon angeraten, ja lass die drin, das ist ja eine Heizung. Ist er aber nicht. Leichter klingende Optik. Das Ganze ist nur ein Zusatzgebläse, das bedeutet, das holt die Luft aus dem Raum hier von dem Auto und bläst einfach nochmal oben hier durch die ganzen Zellen auf die einzelnen Fahrgäste. Das habe ich nicht mehr, weil hier hinten niemand mehr sitzen wird, deswegen kommt das alles raus. So habe ich auch übrigens danach ein bisschen Höhe nochmal gespart. Deswegen brauche ich auch dieses Gebläse hier nicht mehr, aber ich habe noch eine Werkstatt und so ein Gebläse kann man vielleicht mal noch in der Werkstatt benutzen.
hier dieses Zeug soll auch raus, soll eine andere Dämmung rein. Die klebt man dann hier auf die Wandung. Und das ist auch so der Plan. Ich will das ganze Ding hier auf jeden Fall dämmen. Den Boden lackiere ich nochmal, dass das so ein bisschen Rostschutz ist. Denn der hat hier an manchen Stellen auch schon ein bisschen Rost. Da haben wir auch schon geschweißt. Deswegen lackiere ich das alles, bevor der Boden reinkommt. Das Lackieren werde ich aber sehr wahrscheinlich ein bisschen nach hinten verschieben, damit ich jetzt erstmal anfangen kann, hier ein bisschen was drin zu arbeiten. Das bedeutet, jetzt werde ich erstmal den Boden reinmachen und dann schauen wir einfach mal. Ihr seht, hier am Bus hat sich schon einiges verändert. Und zwar habe ich hier an dieser Wand jetzt schon ein paar MDF-Platten dran geschraubt. Da bleiben mir die Stimme sogar schon weg. Damit werden wir jetzt aber nicht weitermachen. Wir werden jetzt als erstes mit dem Boden anfangen. Denn hier ist ja so ein Wellboden und das ist immer ein bisschen blöd zu messen. Das war hier auf der Seite auch so ein bisschen doof. Wir werden jetzt den USB-Boden hier reinziehen, denn dann kann ich auch besser vom Boden bis hier oben hin messen und kann hier diese Paneelen auch besser anpassen. Also werden wir uns jetzt einen alten Teppich holen und den als Vorlage benutzen, um hier die USB-Platten zuzuschneiden. Ihr seht, das ganze Ding sieht jetzt schon ein bisschen anders aus und ich weiß, es sieht im Moment noch so ein bisschen gepfuscht aus. Ist im Moment auch halt einfach noch so. Hier diese Übergänge sehen halt einfach scheiße im Moment aus. Da kommen aber später noch Leisten drüber. Und auf dieser Seite habe ich mir überlegt, wollte ich jetzt eigentlich anfangen, aber ich habe nicht mehr ganz so viel Stahl. Deswegen werde ich erstmal das Wichtige machen, das ist ja hier diese große Konsole. Da werde ich das später vielleicht aus ein paar Reststückern zusammenbrutzeln. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt hier als erstes mal so ausmessen, wie lang das komplette Ding werden soll. Und dann hier, denn hier kommt ja so eine einzelne Konsole hin, wo immer eingebaut ist. Die hintere Konsole werde ich so bauen, dass man die mit ein paar Schrauben lösen kann, falls ich mal richtig, richtig viel laden will. Wird nicht der Fall, also wird nicht oft der Fall sein, aber wenn ich es brauche, kann ich es benutzen. Hier kommt die ganze Elektronik rein, der Sicherungskasten, der Spannungswechsler und der Subwoofer, ganz wichtig. Und da werden wir jetzt mal so die ganzen Bauteile nehmen, die mal hier hinlegen, damit ich sehen kann, wie groß das Ganze werden soll. Was soll da alles hin? Da soll auf jeden Fall mal eine Zweitbatterie. Also auf die linke Seite hier soll eine Autobatterie. Beziehungsweise das hier ist eine LKW-Batterie, die hat 110 Amperestunden. Ich will das Ganze aber so gestalten, dass wenn ich ein bisschen länger wegfahre, dass ich eine zweite Zweitbatterie mitholen kann. Das bedeutet, dass ich so um die 220 Amperestunden habe. Ich will die aber nicht immer mit mir rumfahren, denn so eine wiegt 40 Kilo. Und das will ich mir dann ein bisschen sparen. Dann habe ich noch was Cooles. Dann habe ich hier noch einen Subwoofer.
Der soll auch hier hinkommen. Den will ich hier ins Schränkchen will ich hier mit einbauen. Der kommt hierher. Ich finde ja, an Höhe kann man sowas immer am besten ausprobieren, wenn man einfach was hat, was dieser Höhe entsprechen würde. So. Das wird gerade so passen.